Hallo liebe Bastler, wie versprochen gibt es heute Alternativ-Layouts und zwar 10 Stück zum Kartenset Grüße wie gemalt, das es ab 1. Juni 2017 im neuen Stampin' Up! Katalog geben wird. Wie die ganzen Karten ausschauen werden, zeige ich Ihnen jetzt. Okay, dann starten wir los. Das Einzige, was ich mir jetzt dazugenommen habe, sind 4 Stampin' Up! Farben, und zwar die neuen Incolors Meeresgrün, Sommerbeere, Buddha-Rosa und Limette und ein paar Schmucksteinchen. Also die Strasssteinchen, die wir ja eh schon immer kennen, und die wunderschönen Lackakzente. Auch von denen habe ich bei ein, zwei Karten ein paar eingebaut. Ansonsten halte ich mich ganz an das, was das Set hergibt. Das heißt, die Stempelsets verwende ich. Ich verwende auch nur den einen Acrylblock, um zu zeigen, dass man mit dem Stempelset wirklich super basteln kann und nicht recht viel mehr braucht, außer natürlich ein bisschen Kleber. Also da braucht man natürlich auch Flüssigkleber und so weiter. Ja, was man halt so braucht zum Zusammenkleben. Und dann möchte ich Ihnen nochmal ganz schnell gerade die Layouts zeigen, die Stampin' Up! Eben dazu gemacht hat. Die schauen so aus. Wenn das so gefällt, ist ganz wunderbar, dann sind sie hinten schön beschrieben, schön auch mit den Punkten dazu und innen drinnen noch schriftlich in 4 verschiedene Sprachen. Also ich denke, da kann es wirklich jeder super zusammenbauen. Meine Art zu basteln ist dies eben nicht, aber das macht gar nichts, weil ich habe mir einfach meine eigenen Layouts dazu überlegt und liebe solche Kartensets wirklich sehr, weil man relativ schnell schöne, besondere Karten basteln kann und eben sie sich auch leicht abwandeln zu lassen zum eigenen Stil. Und genau das möchte ich damit sagen. Okay, die ganzen Karten lasse ich im Schnelldurchlauf durchlaufen, also sie werden mir schön zustellen können. Und noch die Karten möchte ich gerne das eine oder andere noch dazu sagen. Also denke mal, wir werden uns noch später hören. Bis gleich, tschüss, baba!
zurück. Jetzt haben wir alle Karten gebastelt. Und als allererst möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, was jetzt eigentlich von so einem Set dann alles noch überbleibt. Das ist nämlich gar nicht wenig. Also Stempel, Acrylblock und die kleine Tinte, das bleibt Ihnen in jedem Fall. Ganz egal, wie Sie es basteln, das ist Minimum, was Ihnen bleibt. Und außerdem bleibt mir da noch ein Drittel von den Dimensionals, weil ich ja jetzt eigentlich erst bei der zweiten Hälfte jetzt mit Ihnen angefangen habe. Habe es aber auserzählt, also ein Drittel würde überbleiben. Dann bleiben mir die zwei Schablonen über, was ganz fein ist, weil ich die dann für die neue Strukturpaste gern verwenden möchte. Und ein paar von den dunkelgrünen Blättern und auch von denen, die so ein bisschen rosenblättermäßig sind. Dann bleiben mir zwei so kleine Etikettenteile über. Das komplette Garn in Limette und weiß gestreift, weil mir das jetzt für meine Karten einfach nicht passt hat. Und auch einiges an Washi-Tape. Also da braucht man weit nicht so viel, wie er da drauf ist. Also da könnte man wirklich viel Washi kleben. Und natürlich sehr viel von den Goldblüten. Also da bleiben mir die zwei großen Blumen über und ein paar von den kleinen. Und natürlich aus den Teilen kann man überall noch was auszustanzen. Also es ist wirklich mehr als genug dabei. Was heuer ganz neu ist, und das finde ich total super, ist, dass man für die Kartensets ein Nachfüllkit kaufen kann. Das heißt, da bekommen Sie dann alles für die 20 Karten wieder, könnten es nochmal anders basteln, wie auch immer. Das Einzige, was da dann nicht drinnen ist oder nicht dabei ist, ist die Schachtel, das kleine Stempelkissen, der Acrylblock und die Stempel selber. Dafür ist es aber um ein paar Euro günstiger, als wenn man das ganze Set kauft. Also es gibt ein Nachfüll- oder Ersatzset oder Erweiterungsset, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Das finde ich total super, weil gerade wenn man jetzt in einer größeren Runde bastelt oder einfach vor einer Sorte ein paar mehr Stück brauchen würde, ist das total ideal, wenn ich nicht nur mal das komplette Set kaufen muss, weil ich ein zweites Stempelset in der Regel eigentlich nicht brauche. Und na ja, klar, Acrylblöcke kann man nie genug haben, aber eigentlich geht es da mehr oder weniger, finde ich, ums Stempelset und auch um den kleinen Stampin' Spot, heißen sie es, also das kleine Stempelkissen. Das ist bei mir jetzt überhaupt nur original, weil ich ja die anderen verwendet habe. Okay, dann schauen wir uns die Karten nochmal schnell an. Angefangen habe ich ja mit den zwei kleinen. Da gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe die Blüten einfach mit dem Wink auf Stella die Stempeltinte angelöst und damit sind eigentlich die Blüten sehr nett koloriert. Das funktioniert total super, sie haben dann einen total netten kleinen Glanz, also das ist total fein. Ansonsten glaube ich, gibt es jetzt da nicht so viel dazu zu sagen, da habe ich nur die kleinen Lackakzente, die neuen, verwendet. Und nicht vergessen, bitte immer eine Kleinigkeit aufs Kuvert stempeln, das macht einfach total nett. Also das wertet das ganze Set dann nur mal um einiges auf. Das waren also die zwei kleinen. Dann waren ja als nächstes, habe ich dann die zwei gestempelt. Das ist auch so etwas, wenn es geht, dann stempel ich immer zwei Karten auf einmal, weil es irgendwie nett ist vom Ablauf, weil mal muss da was trocknen und einmal möchte ich da noch gern was weiterarbeiten. Also das funktioniert ganz super. Auch da ist jetzt wieder mit Wink auf Stella gearbeitet worden und da habe ich jetzt aber bei den Blättern das Limette dazu geholt. Das finde ich funktioniert total super und sieht man gerade bei der großen nochmal schön, wenn man da mit dem Limette reinfährt und dann außen das Meeresgrün ein bisschen anlöst, was das für einen netten Effekt ergibt. Und auch innen das Puderrosa mit dem Sommerbeere, das harmoniert total super und die Blüte, die poppt richtig aus. Also das finde ich total super. Das Einzige, wenn Sie mit dem Wink auf Stella arbeiten, bitte gut aufpassen, dass Sie wirklich die Stempelkissen innen, die Deckel sofort auswischen danach oder eben Sie drücken es auf einen kleinen Acrylblock die Farbe aus, dann brauchen Sie keine Sorge haben, dass Sie dann den ganzen Glitzer im Stempelkissen haben beim nächsten Mal. Also das mache ich immer so. Bei dem haben Sie eh gesehen, da habe ich zwei kleine Etiketten einfach zusammengeklebt und damit habe ich hinten einen langen Banner erzeugt. Ansonsten ist jetzt da eigentlich gar nicht so viel dazu auch zu sagen. Geht rasch, geht nett, ein kleiner Akzent ist wieder herausgestempelt, der muss auch nicht immer angemeint sein, finde ich. Das ist auch gerade so einmal dazu total nett. Oder so wie da in zwei Farben gestempelt.
Passt natürlich auch gut. Schön. Dann waren die nächsten, die mit ein bisschen Gold dabei. Ich bin immer mit Gold unterm Jahr ein bisschen vorsichtig, weil einfach sehr, sehr viele schon ziemlich eine Assoziation mit Weihnachten haben, wenn es um Gold geht. Oder zumindest goldene Hochzeit. Irgendwie ist das Thema Gold aber ein bisschen gefährlich jetzt gerade für so. Aber so wie da, wenn es so eher moderner gehalten ist, dass die Blümchen so im Hintergrund sind, so wie fliegend, und man eines rausheben möchte, dann finde ich, ist das eigentlich eine ganz nette Variante. So, da hat mir das total gut gefallen. Und der Hintergrund selber war jetzt einfach nicht so ganz so meins, aber mit den Blumen drinnen habe ich es dann wieder total nett gefunden. Und auch da im Kuvert, wenn die so ein bisschen daherfliegen, finde ich, passt das total gut. Und das sind mal ganz andere Karten, etwas, wie ich es jetzt sonst auch nicht so machen würde. Aber es schadet einmal nicht, wenn man mal seine üblichen Kreise ein bisschen verlässt. Dann habe ich mir mal ihn ein bisschen schief gewagt. Auch nicht so typisch für mich, aber ich habe gefunden, der Untergrund gibt es fast ein bisschen vor. Und gerade mit dem Kolorieren auch nur mehr auf dem Etikett, finde ich, greift es nochmal so zurück in den Hintergrund. Es ist für mich dann auch, dass das helle und dunklere Grün irgendwie auf der Karte sich befindet, hat da, ja, wie soll ich sagen, macht mehr Sinn, wenn das irgendwie oben mit dem Hintergrund nochmal harmoniert. Also so geht es halt mir. Und da habe ich dann einfach einmal ein Stückchen Washi draußen aufs Etikett, also auf das Kuvert geklebt, weil ich finde, geht eigentlich auch. Warum nicht? So. Dann kommen wir schon zu den nächsten. Das sind jetzt eigentlich zwei, die mir total gut gefallen. Die finde ich jetzt total nett. Und was mir total taugt hat, also das ist beim Machen total nett, den Untergrund. Also ich finde jetzt, wenn man jetzt gerade die zwei nebeneinander sieht, kann man gar nicht mehr so sehr sagen, dass jetzt das die Druckvariante ist und das die selber gemahlene Variante. Oder auch bei denen zwei. Also das funktioniert total super. Ich hoffe, Sie haben das eh gesehen. Einfach mit ein bisschen Wasserdampfpinsel ganz wild einen Kreis malen. Das geht total spitzenmäßig. Und ich finde halt, wenn da das Blümchen nochmal eingestempelt ist, dann ist es total nett. Da ist mir ein kleiner passiert, indem mir der Acrylblock aus der Hand gefallen ist. Auch das kann nochmal passieren. Wenn sowas passiert, dann helfen Sie sich einfach, indem Sie einen zweiten oder dritten Stempelabdruck einfach nur mehr machen oder Sie kleben dann an der Stelle was drüber. Es gibt immer Möglichkeiten, eine Karte wieder zu retten und es weiß ja keiner, der sie kriegt, ob es nicht vielleicht so gewollt war. Das ist eben das Feine. Okay, also das da dazu. Und das da. Und da habe ich mir noch die kleinen neuen Schleifen dazu geholt, weil ich finde, dass die gerade so zu dem Blumenbouquet irgendwie total nett passen. Da hat sich irgendwie die Schleife, finde ich, so angeboten. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist bei dem Banner mit dem Washi-Tape. Da hoffe ich, dass man das auch gut erkennen kann, dass das total einfach zu gestalten geht mit dem Schnitt rein. Total sauber, es klebt dann nichts, also ist total super. Okay, da wünsche ich Ihnen auch ganz viel Spaß mit Nachbasteln. Und dann kommen wir schon zur letzten Variante. Und bei der habe ich ja das Rosenmuster, was wir da haben, auseinandergeschnitten. Mir hat das einfach besser gefallen, als wenn das so eingerahmt ist. Ein paar andere mag das wahrscheinlich im Rahmen total gern. Aber ich mag es lieber, wenn sie sich ein bisschen freier bewegen können. Und ich habe auch ganz interessant gefunden, dass man es wirklich so auseinanderschneiden kann, dass man das gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt, dass das einmal miteinander in einem Eckerl drinnen war. Also das finde ich total super, dass das funktioniert. Ich habe einfach einmal probiert und es war ihm, ist total gut gegangen. Und von daher hoffe ich, dass das vielleicht auch wieder eine weitere Inspiration für Sie ist. Die Blüten selber habe ich dann nur noch mit Wink auf Stella ausgemalt, sodass die ein bisschen einen Glitzer- und Shine-Effekt haben. Und ich finde, dass es auf der Karte jetzt gerade einmal auch gar nicht mehr braucht. Es darf ruhiger einmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen schlichter, ein bisschen reduzierter sein. Und noch zwei Glitzersteinchen rein oder so wie da eins. Finde ich, passt total super. Ist eine nette Ergänzung. Ja, das waren jetzt meine Karten. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen und Sie mögen vielleicht die eine oder andere nachbasteln. Und ich würde mich über einen Kommentar wirklich sehr freuen, ob Ihnen sowas taugt, ob Ihnen sowas eben gefällt. Und wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte gerne abonnieren. Und wenn Ihnen eben das Video gefallen hat, dann bitte gerne einen Daumen hoch. Schön,
Dann bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss, Baba.